Ich bin hier in Lubiczki, nicht weit von Medjugorje, und bin mit dem Pater? Peter. Peter. Ich habe gehört, wenn ich Sie direkt fragen darf, ich kenne mich nicht so aus, so genau, aber ich habe gehört, Sie sind auserwählt, um die 10 Geheimnisse zu bekommen. Ist das richtig? Wie fühlt sich das an als Priester? Wie fühlt sich das für Sie an, diese Verantwortung normal zu tragen? Normal. Normal. Ja? Das ist eine Aufgabe. Ja? Ich danke dem Herrn für alles. Wir sollen sowieso jeden Tag leben, wie Gott von uns verlangt. Haben wir keine Angst. Mhm. Nur tun wir alles, was von uns unser Heiland verlangt oder auch unsere liebe Mutter Maria, die so lange erscheint. Also 15.000 und einige Monate. Tage. Und können, wissen Sie, ich treffe viele Leute in Medjugorje, die suchen ihre Berufung. Wie würden Sie als Priester denen sagen, wie können die ihre Berufung finden? Jeder, der getauft ist, ist eingeladen, berufen, also etwas zu tun, was ihn glücklich macht. Mhm. Selbstverständlich, Gott ruft manche, dass sie Jesus nachfolgen. Mhm. Und es gibt so viele Berufungen, auch geistige Berufe in Medjugorje. Über 1000. Ich habe es gesehen, ich habe es erfahren. Ja. Und wie würden Sie Leuten erklären, die Medjugorje nicht kennen? Warum ist Medjugorje so speziell? Also Medjugorje ist eine Gnade Gottes. Für diese, die an Gott glauben, mit ihm rechnen. Viele sagen, wenn ich nach Medjugorje komme, bekomme ich mir eine neue Gnade. Mhm. Auch viele sagen, also ich sehe da nur gute Früchte. Mein Glaube wächst. Und ich bin bereit, alles zu tun, was Gott von mir verlangt. Also, das ist schon eine besondere Gnade. Und wie würden Sie Leuten erklären, viele Leute haben Angst, zur Beichte zu gehen. Warum würden Sie sagen, die müssen keine Angst haben? Warum? Also, wir sind schwache und sündige Menschen. Und die Beichte ist regelmäßige Art, wie Gott uns retten kann. Wie unsere Seele retten. Also, die Beichte ist unsere Auferstehung, unsere Befreiung, Erlösung. Also nutzen wir diese Gelegenheit. Und dann können wir sicher sein, wir kommen bestimmt ins Paradies. Ganz sicher, ganz sicher. Meine Erfahrung. Ja. Und können Sie auch erklären, was ist die Schönheit vom Rosenkranzgebet? Viele Leute kennen den Rosenkranz nicht mehr, junge Leute. Das ist ein wunderbares Gebet. Mhm. Also viele, viele haben da entdeckt, die Medjugorje. Ja. Und sie beten. Und sie sagen, wenn ich Probleme habe, nehme ich den Rosenkranz und bete. Und die Probleme gehen weg. Mhm. Also Gott hilft mir besonders. Also wenn wir für eine Person, die nicht an Gott glaubt, für die Bekehrung jemanden beten, der Rosenkranz hilft sehr. Mhm. Deswegen also beten wir gerne. Jetzt ist Monat des Gebetes des Rosenkranzes. Und darf ich Ihnen noch eine Frage stellen? Oktober, genau. Darf ich Ihnen noch eine Frage stellen? Viele Leute in Deutschland kennen Gott, den Vater, kennen Gott nicht mehr. Wie würden Sie ihn erklären? Was ist Gott? Schade. Ich liebe sehr Ihr Volk, weil ich habe ein bisschen studiert in Deutschland, in Königstein. Oh, nicht weit von mir? Ja. Ja, also, es tut mir leid, dass jemand heute lebt und nicht mit Gott rechnet. Jetzt vor 2 Stunden, eine Italienerin war da und sagte, ich habe 2 Töchter, also verheiratet schon, aber ich will nicht von Gott hören. Nicht Kinder getauft. Wieso denn? Also sie leben für diese Welt. Aber wir sind da, wie als Touristen oder Pilger, wir fahren zum Paradies. Und diese Welt, also dieses Leben ist uns gegeben, dass wir also Paradies verdienen. Und das wird für mich nie vergessen. Genau so ist es. Ganz. Es tut mir leid. Nein, das ist sehr gutes Deutsch. Das ist sehr gutes Deutsch. Dass manche so leben ohne Gott. Aha. Wir sind also von Gott erschaffen. Geschaffen. Und wir sollen alles tun, dass wir einmal also genießen die ganze Ewigkeit. Viele kennen nicht, wollen nicht wissen. Also dann sind sie schuldig. Deswegen. Ganz lieben Dank für dieses Interview. Okay. Gott segne alle, die diese Worte hören oder schauen.